Langsam aber sicher gewöhnt sich die komplette Regionalliga West an diesen Anblick. Alemannia Aachen im Feiermodus. Mit einem 4:0 hat der Tabellenführer Fortuna Düsseldorf im eigenen Stadion demontiert und damit den Platz an der Sonne untermauert. Von Beginn an die Schwarz-Gelben die dominierende Mannschaft. Nach 5 Minuten bereits die erste gefährliche Annäherung an den Fortuna-Kasten. Ernst gedachte Flanke endet als Torschuss auf der Latte. Das der Startschuss für viele ungenutzte Hochkaräter. Ein weiteres Beispiel, Minute 16. Dovidat wird auf die Reise geschickt, scheitert. Einmal scheitert, zweimal. Die Alemannia hätte schon jetzt führen können. So musste es einer richten, der zuletzt kaum noch von sich reden machte. Rafael Garcia kurz vor der Pause zur richtigen Zeit am richtigen Ort. 1:0 Aachen. Peter Schuberts Entscheidung, Garcia in die Startelf zu stellen, zahlte sich aus. Wohl auch sehr zur Freude von Alexander Klitzpera, der erstmals als Sportdirektor auf der Bank Platz nahm. Halbzeit 2 begann mit einer Fortuna, die sich zur schwachen Leistung zusätzlich selber noch ins Bein schoss. Yusuf senzt Löhe um und sieht vollkommen zurecht gelb, was in der Summe die Ampelkarte bedeutete. Danach lief es für die Alemannia wie am Schnürchen. Der direkte Gegenzug Behrens tankt sich durch, Dovidat Mutterseelen allein und zack, 2:0 Aachen. Nach 57 Minuten war der Sack zu. Die Frage war nur noch, wie hoch würde es werden? Gegenwehr gab es nämlich nun nur noch sporadisch. Jerath darf ungestört das Mittelfeld passieren. Viktor Meier darf unbedrängt schießen und Graudenz darf einnetzen. So frei kannst du den auch gar nicht mehr daneben setzen. 83. Minute, das 3:0. Und einen hatten die Aachener noch im Köcher. Ernst schickt den eingewechselten Mohr auf die Reise. Der hat den Blick für den ebenfalls eingewechselten Zierba. So einfach kann Fußball sein. 4:0 Alemannia. Das war es dann auch. Der Tabellenführer siegt auch in dieser Höhe vollkommen verdient im Stile einer Spitzenmannschaft. Ich glaube, dass wir hochverdient gewonnen haben. Ich glaube schon, bevor wir in Überzahl waren, die erste Halbzeit, wenn wir da die Chancen am Anfang nutzen, führen wir schon viel früher. Wir haben sehr souverän gespielt heute. Ich glaube, wir haben gar nichts anbrennen lassen. Klar kommt uns das mit der gelb-roten Karte dann noch zugute, aber wir haben allgemein ganz konzentriertes, gutes Spiel gemacht und hochverdient gewonnen. Ja, mit Sicherheit. Ja, wir haben defensiv nicht zugelassen. Mit Sicherheit hätte ich mir gewünscht, weil die Chancen da waren, dass wir früher in Führung gehen. Aber die Mannschaft hat es sehr souverän gemacht. Der perfekte Start aus der Winterpause ist geglückt, aber das Wörtchen Aufstieg, das nimmt bei der Alemannia nach wie vor kaum einer in den Mund. Nein, weil sich nichts verändert hat. Wir haben ein Spiel gewonnen. Es sind noch 13 Spiele jetzt, glaube ich. Und das ändert ja nichts, wenn wir jetzt die nächsten 3 Spiele verlieren, dann bringt uns das nichts, dass wir heute vom Aufstieg reden. Also wir gucken von Spiel zu Spiel und was dann am Ende bei rumkommt, wird man dann am Ende sehen. Essen, Gladbach, Viktoria Köln, Oberhausen, die sind noch alle da. Das heißt, man sollte von Spiel zu Spiel denken. Wenn wir so die Leistung abbringen nächste Woche wieder, dann wird es ein gutes Ding. Die Vorzeichen stehen zumindest nicht schlecht. Kommende Woche geht's gegen Köln 2. Und die konnten immerhin zuletzt 5-mal in Folge nicht gewinnen. Die nächste Feierstunde ist also zumindest nicht unrealistisch.